Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der Team of the Season Prediction für FIFA 15 Ultimate Team. Die dritte und letzte Episode der Liga BBVA La Liga ist dann gleich vervollständigt und nächste Woche geht's schon los mit dem Team of the Season Most Consistent. Dazu kommt heute Abend auch noch ein Video, das heißt heute drei Videos, ihr werdet verwöhnt bis zum geht nicht mehr. Und naja, wir wollen das natürlich direkt mal weitermachen, denn wir haben nicht mehr viel Zeit. Es kommt als erstes wahrscheinlich das Most Consistent, also es ist eigentlich so 99% sicher, dann das BBL Team of the Season, dann das Bundesliga Team of the Season und dann League Earn und Serie A kombiniert wie letztes Jahr wahrscheinlich. Deswegen muss ich mich ein bisschen ranhalten und wir fangen an mit den Torhütern hier. Nicht mit den Torhütern, wir sind ja schon längst vorbei, mit den Stürmern hier natürlich. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. 1000 Likes wären sehr, sehr nice. Würde mich extrem drüber freuen, wenn der PSN mag so gut haben. Braucht Shop bei Randrun vorbei. Link ist in der Videobeschreibung, gibt es auch sehr günstig. Vor allem auch Coins für die PS3 und PS4 Leute von euch. Schaut auf jeden Fall vorbei, wenn ihr mich weiter unterstützen möchtet und Bedarf habt. Gut, wir kommen zum ersten Stürmerpaar und das ist das besser bewertete. Und zwar besteht es aus Lionel Messi und Karim Benzema. Ich denke mal, zu Messi muss man nicht viel sagen. 33 Spiele, 36 Tore, 19 Vorlagen. Nicht ganz so beeindruckend wie die Statistik von Ronaldo, was die Tore angeht in den Spielen, denn Ronaldo hat weniger Spiele gemacht. Aber natürlich hat Messi eine bombastische Saison gespielt mit Barcelona. Hat dazu noch Neymar nebenan, der richtig viele Tore gemacht hat. Suarez mittlerweile spielt er ja rechter Flügel. Und glaube ich zumindest. Und von daher, ja, ist es trotzdem eine unfassbar beeindruckende Statistik. Hat auch in der Champions League extrem gut gespielt in der Nationalmannschaft. Und von daher wird er ins Team of the Season sicherlich kommen. 19 Vorlagen noch dazu gemacht für einen Mittelstürmer bzw. rechten Flügelspieler. Auch überragend. Aber es ist halt nun mal Messi. Es ist einer der zwei besten Fußballer der Welt. Und von daher, ja, ist er vollkommen verdient im Team of the Season. Und muss da auch einfach rein. Denn wie willst du den irgendwie rauslassen? Jedes Jahr wieder geile Leistung. Und dieses Jahr war es einfach mal wieder genauso. Übrigens hat er wirklich sehr lange rechter Flügel gespielt. Aber wahrscheinlich wird die Team of the Season Karte trotzdem Mittelstürmer werden, denn dafür hat er nicht lange genug gespielt, denn ja, die überwiegende Zeit ist einfach Mittelstürmer, die ganzen Informs sind auch Mittelstürmer, von daher wird das so, oder Stürmer halt, von daher wird das so kommen. Karim Benzema auf der anderen Seite, 28 Spiele, 15 Tore, 10 Vorlagen, warum er? Ganz einfach, er ist der drittbeste Stürmer von den Toren her in der Liga BVA nach Messi und einem anderen Stürmer, der gleich noch kommt. Der viertbeste. Und Aritz Aduriz wäre dann der nächste gewesen. Luciano Vietto ist ebenfalls noch in der Verlosung mit drin. Ich weiß nicht, ob es Benzema wird. Er hat zwei Informs bekommen. Das macht mich so ein bisschen mutig, diese Prediction so zu treffen. Die Marke hält ja, glaube ich, nicht so viel von ihm. Beziehungsweise ist er allgemein so ein bisschen der unbesungene Star. Beziehungsweise unbesungene Held auch, weil er wirklich, wirklich ein sehr guter Fußballer ist. Aber die Marke weiß ich nicht so genau, ob die ihn reinnehmen wird. Vielleicht wird es auch Aritz Aduriz wie letztes Jahr. Vielleicht wird es auch Carlos Bacca. Und an dessen Stelle dann im normalen Team of the Season, also im etwas abgehobeneren Team of the Season sozusagen, Luciano Vietto. Ich weiß es nicht, Aduriz und Vietto sind noch auf jeden Fall Top-Kandidaten, aber Benzema hat auch eine gute Saison gespielt. 28 Spiele, 15 Tore, 10 Vorlagen, spricht für sich. Real Madrid momentan Tabellenzweiter und ja, deswegen könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, auch wegen den zwei Informs, dass er ins Team of the Season reinkommt. Mal sehen, was die Marca da so machen wird. Ist ja natürlich die Sportzeitung da in Italien, müsste es die AS sein und in, ich weiß gar nicht, ob es da die AS ist und in Frankreich die L'Équipe. In Deutschland ist es übrigens die, der Kicker. Und in England weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, da gibt es auch eine Zeitschrift. Von daher, ja, mal sehen, wie das Ganze laufen wird. Nur beim Rest of the World Team of the Season bin ich mir noch nicht ganz so sicher, wie das da gemacht wird. Und auch bei dem EA's Football Club Team of the Season, wenn das denn kommen wird. Vielleicht sind das ja, das wäre ganz cool eigentlich mal die Idee. Aber dazu mehr im Most Consistent Video, da erkläre ich das euch noch ein bisschen näher. Passt, glaube ich, ganz gut. So, wir kommen zu meinen anderen Stürmern. Wir wollen nicht länger um heißen Brei rumlabern. Das wird jetzt ganz wieder viel zu lang für vier Spieler. Aber gut, die beiden anderen sind einmal Antoine Griezmann und Carlos Bacca. Bacca gerade schon angesprochen, 33 Spiele, 17 Tore, 6 Vorlagen. Ist auf Platz 3 der Torschützenliste, was die Stürmer angeht. Und ich denke mal, es ist relativ wahrscheinlich, dass ein Team of the Season bekommt. Denn 17 Tore, 6 Vorlagen, unfassbar wichtig für Sevilla. Und naja, würde einfach gut passen. Hat gute Werte auf jeden Fall. Leider nur zwei Sterne Skills und Weakfoot. Das macht ihn für mich unspielbar. Für einige von euch ist er vielleicht ganz nice. Vor allem als Kolumbianer verlinkbar mit beispielsweise einem Falcao oder natürlich auch einem Adrian Ramos. Geht auf jeden Fall gut klar. Der andere ist aber für mich deutlich interessanter und zwar Antoine Griezmann. Hat alle seine drei Informs als Stürmer bekommen. Dementsprechend wird auch seine Team of the Season Karte most likely bzw. sehr wahrscheinlich Stürmer werden. Und die sieht einfach nur unfassbar geil aus. Der Third Inform ist schon wirklich sehr, sehr geil. Aber Team of the Season, alter Schwede. 94 Shooting plus 14 im Vergleich zur Non-Inform-Karte. 91 Tempo, 92 Dribbling, 77 Physics, 84 Passen. Das wäre schon richtig geil.
alles wäre auch verdient, denn Griezmann ist bei Atletico richtig durchgeschaltet mal wieder, hat eine unfassbare Saison gespielt, dafür, dass der wirklich erst, also der ist ja von San Sebastian gekommen, da war er gut, aber dass der wirklich bei Atletico auch so überzeugen würde, sich so durchsetzen würde, hätte ich nicht vermutet, er hat mich vom Gegenteil überzeugt, meiner Meinung nach besser als Mandzukic und der Team of the Season wird richtig, richtig krass werden, könnte übrigens 99 Finishing haben und ich will es mir gar nicht vorstellen, wie stark diese Karte dann wäre, zumindest auch von den Werten, sieht sie extrem geil aus. Das war's schon von dieser Episode, ich hoffe, es hat gefallen, wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt mir in die Kommentare rein, wer eurer Meinung nach ins Team of the Season kommen müsste bei den Stürmern. Denkt ihr, Aduriz müsste rein? Denkt ihr, eventuell Luciano Vietto müsste rein? Die Karte wäre auch richtig geil. Denkt ihr, eventuell Alberto Bueno müsste rein? Der ist ja auch quasi Mittelstürmer oder Halbstürmer, beziehungsweise mehr oder weniger so ein bisschen Zehner. Hat auch 16 Tore gemacht, also so unwahrscheinlich ist es auch nicht. Allerdings spielt er bei Valladolid, glaube ich. Nee, Quatsch, Vallecano ist es. Valladolid ist abgestiegen. Vallecano und deswegen, naja, so ein bisschen unpopulärer, auch so ein bisschen unbesungen. Ich weiß nicht, wie die Marca das da handeln wird, aber ihr könnt mir gerne in die Kommentare eure Meinung schreiben. Er hat aber auch nur 16 Tore, weil er in einem Spiel 5 gemacht hat. Sollte man nochmal erwähnt haben. Gut, das war es aber endgültig. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, die Hintergrundgeräusche haben euch nicht gestört. Ich kann nichts für meine Nachbarn. Haut rein und ciao.